Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. In der zweiten Hälfte der ersten Session dazu. Und ja, wir sind hier auf einer wildfremden Insel gestrandet, haben auch schon den ersten Charakter getroffen, nämlich Neil. Und ja, der hat uns ein bisschen was über die Situation erzählt. Wir sind hier auf einer Insel, die offenbar kurz davor steht, in einen Konflikt zu geraten, nämlich zwischen der Inquisition und den Banditen. Und wir haben zum Schluss der ersten Hälfte haben wir auch nochmal einen Kampf uns geliefert gegen zwei Wölfe. Und die sind auch knapp gewonnen. Mit viel Glück, muss ich noch dazu sagen. Und auch ein bisschen Können natürlich, ganz klar. Und ja, wir werden jetzt ins Banditenlager gehen. Als nächstes. Und uns mal angucken, was da los ist. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um die Stachelratte eben kümmern. Komm her! Ach, die ist ja noch jung. Autsch, autsch! Oh. Ja. Schweinerei! Da ist noch eine. Sehr schön, das sind schon mal die ersten Kills der zweiten Hälfte. So, dann nehmen wir die Fackel einmal wieder mit. Ich hatte ja gesagt, ich werde Fackel benutzen, damit ihr ein bisschen was sehen könnt von dem, was ich so mache. Eine Heilpflanze. Sehr schön. Ich kann mich ja nicht immer auf Tag beschränken. Ich sehe da hinten ein paar Keiler, die lasse ich mal in Ruhe. Das hat ja einen bestimmten Grund. Nämlich, dass später wundervolle Trophäen abwerfen, nicht nur das. Es kommt auch noch dazu, dass sie ein bisschen stärker sind momentan als ich. Also unser Charakter. Und hier sehe ich einen Seegeier. Der ist leider auch schon auf uns aufmerksam geworden. Er ist aber hungrig. Na, komm her! Komm her, die Leute wollen dich sehen. Autsch! Na komm. Autsch! Verdammt. Na los, komm her. Ja. Fieser Vogel. Jetzt habe ich sie. Und tschüss. Den haben wir auch gekillt. Wunderbar. Einmal die Bolle an uns nehmen. So heißt das Ding ja. So, nehmen wir die Fackel wieder auf und weiter geht's. Schreiten nun weiter voran. Das sage ich nach 2 Minuten Aufnahme. Das ist ganz toll. So, die Beere einmal mitnehmen. Aber das ist ja mein Standardspruch. Ihr kennt das ja inzwischen schon. So, hier war, glaube ich, noch irgendwas in der Nähe. Ja, hier sind noch welche. Ich glaube, das sind aber jetzt normale Geier. Deswegen werde ich mal speichern, weil die normalen Geier sind ein bisschen stärker als die hungrigen Geier. Ist ja ganz klar. Und sie sind sogar in der Überzahl. Es sind nämlich 2 Stück. Komm. Jo, das sind normale Geier. Und sie sind wesentlich stärker, wie man sieht. Also ihr seht vorhin, der eine, der hat ja ordentlich Leben verloren, als wir den eine verpasst haben. Die verlieren längst nicht so viel Leben. Komm! Los, komm her! Was? Oh fuck, ich glaube hinter uns ist auch einer. Jo, hinter uns ist auch einer. Alter! 3 Geier gegen 1! Wie unfair ist das denn? Tut mir leid, wenn ihr jetzt nichts sehen könnt. Aber ihr seht ja, 3 Geier gegen einen Menschen. Ob das fair ist, lasse ich mal so im Raum stehen. Aber ihr seht ja, ich konzentriere mich auf den nächsten. Also der, der uns am nächsten ist. Und sie können übrigens auch im Team kämpfen. Das heißt, sie können durch den anderen hindurchschlagen. Also wir müssen wirklich höllisch aufpassen, was der andere Geier hinter den einen Geier macht. So, den ersten Geier haben wir schon mal. Wir können uns aber noch nicht... Wow, wir haben beide erwischt. Geil. Finde ich gut. Dann haben wir den nochmal. Der haut ab. Feigling! Dann haben wir den nochmal eine rein und kürzen den nochmal die Flügel. Ja, nix abhauen hier. Hier geblieben. Oh! Sehr schön. Der zweite Geier ist erledigt. Und der dritte Geier ist erledigt. Geil. So muss das sein. So, dann nehmen wir einmal die Fackel mit. Und hier ist eine Reiselust. Die nehmen wir natürlich gleich mit. So, 3 Geier haben wir erledigt. Sehr schön. Das gibt gute Punkte. Und nicht nur das, es gibt auch ordentlich was zu futtern. Ein Mana-Pilz und eine Mana-Pflanze direkt nebeneinander. Beides mitgenommen. So, ist hier sonst noch was, das wir eventuell mitnehmen können? Nein? Okay. Dann nicht. Dann nicht. Dann ist es halt so.
glaube, hier unten gab es noch zwei Geier oder ein Geier. Ich glaube, ein Geier hatten wir von den zwei schon erledigt. Falls es zwei... Es sind immer noch zwei. Kann man die Fackel ablegen, bitte? Und nicht wegrollen, wenn es geht. Da kommt her, ihr blöden Geier. Ich habe keine Angst vor euch. Deswegen greife ich euch auch an. So. Ich muss auch ein bisschen aufpassen mit dem Mikro, damit ihr mich gut hören könnt. So, ich habe jetzt, ich nehme jetzt übrigens die zweite Hälfte direkt im Anschluss an die erste auf. Nein, die Fackel ist aus. Ihr seht jetzt leider gar nichts mehr, liebe Leute. Das tut mir leid. Verdammt. Ich kann jetzt aber leider keine neue Fackel rausholen, weil sonst würde ich gnadenlos von den Seegeiern der Zeit auf die Fresse kriegen. Oh, so wie jetzt. Diese gemeinen Viecher, die weichen einfach aus. Ja, schön. Der eine Geier schlicht einfach mal an uns vorbei. Genauso wie wir an diesem. Auch schön. Ich wollte nämlich eigentlich den treffen. Aber gut, jetzt haben wir seinen Kollegen getroffen. Sein Artgenossen. Sehr schön. Der ist hier erledigt und der andere kriegt auch noch einen drauf. Na komm her. Ich hab keine Angst vor dir. Du Assfresser. Sehr schön. Beide sind weg und ich hole mal eben eine neue Fackel raus. Oh, wir haben nicht mehr so viele. So. Aber wir hatten nie viele gehabt noch dazu. So, hier sehe ich eine Heilkraut. Das nehmen wir gleich mit. Und eine Beere habe ich auch gesehen. Da, genau. Gleich mitnehmen. Und danach werden wir direkt ins Banditenlager gehen, liebe Leute. Diesmal wirklich. So, die Heilwurzel nehmen wir noch mit hier. Da unten ist noch ein Seegeier, aber den, um den kümmern wir uns später. Den lasse ich erstmal Seegeier sein. So, jetzt gehen... Oh, ein Pilz. Ein Pilz! Nicht leicht mitnehmen. Sehr schön. Den Inquisitionstypen werde ich ja wie gesagt umgehen, weil ich habe keine Lust, mich mit denen anzulegen. Weil ihr habt ja gesehen, was für Schwierigkeiten wir schon mit den Wölfen und jetzt mit den Seegeiern auch hatten. Also gegen die hätten wir momentan so gar keine Chance. Die würden uns gnadenlos fertig machen. So, deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal hoch, weil hier geht es ja in Richtung Banditenlager. Und dann checken wir dort mal die Situation. Speichere auch mal kurz zwischen. So. Und dann gehen wir mal hier runter. Meine Güte, ist das extrem dunkel. Also ihr seht jetzt wahrscheinlich so gar nichts. Tröste euch, ich sehe genauso wenig. So. Und vor allen Dingen, das leckt ja jetzt auch gerade wieder ein bisschen. Also ich, bedauerlich. Eine Stachelratte! Schnappen wir sie uns! Komm her! Los! Und es regnet gerade. Also nicht bei mir. Bei mir herrscht strahlender Sonnenschein. Sondern hier im Spiel. Autsch! Oh, ich glaube, im Sumpfgebiet herrscht immer schlechtes Wetter. Also hier im Spiel zumindest. So, die Stachelratte haben wir auch nochmal erledigt. Dann nehmen wir uns mal wieder die Fackel hier mit. So. Okay. Ah, hier ist ein Pilz. Und ein Grünblatt. Nehmen wir auch gleich mal mit. So. Also wie gesagt, es tut mir leid, wenn das wahnsinnig laggy sein sollte. Das liegt dann aber daran, weil, ja, weil die Frames gerade extrem schlecht sind. Schwanken gerade zwischen 5 und 6. Also es ist, wie gesagt, wirklich enorm schlecht momentan. So. Ah, da ist jemand. Und ein Lagerfeuer. Wie schön. Dann kann ich ja hier erstmal die Fackel sein lassen. So. Und ein... Nein! Hey, du. Wo willst du hin? Ich schaue mich nur hier nur mal um. Ich schaue mich hier nur mal um. Sei vorsichtig. Der Sumpf ist gefährlich. In letzter Zeit sind einige von uns von Rottwürmern gefressen. Nett. Am besten bleibst du auf dem Steg. Oder noch besser, ich gebe dir eine Karte von dieser Gegend. Damit du dich nicht verlässt. Wäre noch besser, ja. Also, wenn ich dich so ansehe, wie wär's mit einer besseren Waffe? Woher bekomme ich eine bessere Waffe? Woher bekomme ich eine bessere Waffe? Das kommt darauf an, welche Waffe dir am besten Schwert und Schild. Einige schwören auf das Schwert. Ich zum Beispiel. Andere wiederum mögen lieber die Axt. Da bist du sicher bei unseren Kämpfern im Tempel, dort im Norden, gut beraten. Ich bin Jäger. Mir liegen eher Pfeil und Bogen. Ich habe einige schöne Exemplare dabei.
Wenn das Gold stimmt, könnte ich mich sicher von dem einen oder anderen trennen. Hört sich gut an. Irgendwas fletscht im Hintergrund mit seinen Zähnen rum. Was jagst du hier im Sumpf? Was jagst du hier im Sumpf? Da gibt es so einiges, was man hier jagen kann. Doch versuche ich mich schon seit einigen Tagen mit diesem Wurm drüben im Westen. Doch allein ist mir das Monstrum einfach zu gefährlich. Wäre mir lieber, ich hätte Hilfe. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Vor allem, er sagt das so ein bisschen mit der gleichen Betonung. Aha! Hier haben wir Jagdwerkzeug, nämlich Kiefernmeißel und Flügelschere. Damit kann man Rottwürmern ihre Zähne herausbrechen. Hört sich ziemlich brutal an, ist es auch. Flügelschere, stabile Schere, gut geeignet, um Tieren ihre Flügel abzutrennen. Hört sich auch brutal an, aber ich sag mal ganz ehrlich, die Tiere sind tot, die merken das dann nicht mehr. So, 200 Gold müssen wir bezahlen. Müssen wir ein bisschen was verkaufen. Also hier die Jagdmesser zum Beispiel, oder das rostige Schwert, die Sichel, die Knüppel sowieso, die brauchen wir sowieso nicht. So, was haben wir hier noch? Den Ring. Also kommen wir auf 33,8 Goldstücke. Also es steht ja hier. Ich sag nur das, was hier steht. Den Besen können wir verkaufen, weil den brauchen wir überhaupt nicht. Genauso wie die Säge. Die Hornmuschel können wir verkaufen. Die Krallen von mir aus auch. Die Zähne. Also ich verkaufe jetzt erstmal alles, was ich hier habe. Danach werde ich wie ein verrückter Messi sammeln. Die Items sammeln, weil das ist tatsächlich so. In sämtlichen Rollenspielen versuche ich zu sammeln, so gut es geht. Warenkorb handeln. Deine Waren sind billiger als meine. Leg noch 116 Gold drauf. Sehr schön. Wunderbar, damit haben wir jetzt unsere ersten Jagdwerkzeuge. Was wäre, wenn ich dir helfe? Was wäre, wenn ich dir helfe, den gefährlichen Wurm zu jagen? Ich bin nur ein einfacher Jäger. Viel habe ich nicht. Aber wenn wir das Ding gemeinsam erledigen, gebe ich dir 30 Gold. Bereite dich aber besser vor. Das Ding ist nicht ohne, sage ich dir. Ich werde mich gerne vorbereiten, nämlich indem ich erstmal das Fass hier leer trinke, sozusagen, um mich zu heilen. Das Blöde ist, in diesem Kampf werde ich wahrscheinlich keine Fackel benutzen können, weil, ja, es muss doch ziemlich schnell gehen. Und ihr seht ja, es ist noch ziemlich dunkel. So. Aber ihr werdet noch mehr als genug Kämpfe wahrscheinlich sehen im Laufe dieses Let's Plays. So. Ein Trink mir noch und dann sind wir auch soweit. Dann können wir uns im Kampf gegen den Rottwurm wenden. Oder noch besser, ich gehe erstmal ins Lager. Und diesen Steg hindurch, den ihr kurz gesehen habt, leg mich eben irgendwo pennen. Damit ich erstmal... Alter, man sieht gerade so gar nichts. Wie gesagt, das tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, er spricht mich jetzt keiner an. Dann kann ich nämlich direkt in eine Hütte gehen, erstmal pennen. Damit ich mich danach dann, wie gesagt, den Rottwurm wenden kann. Weil Fackeln kann ich nicht immer benutzen. Da war doch was. Scheiße, ich kann hier nicht bleiben. Okay. Ich muss mich da irgendwo hinlegen können. Quatschstube, hier ist ein Bett. Ach komm, wir legen uns erstmal pennen. Bis zum nächsten Morgen. Sehr schön, jetzt ist es auch ein bisschen heller. Geringfügig, auf jeden Fall kann ich jetzt mehr sehen. Ihr wahrscheinlich auch. Deswegen ist es nur fairer, dass wir dann jetzt nochmal zu Duke gehen. So heißt ja der Jäger. Wer unsere Hilfe haben will, nimmt erstmal die Beere mit. Und dann können wir uns den Kampf gegen den Rottwurm wenden. Wie gesagt, wir sehen jetzt alle ein bisschen mehr. Also ich sehe auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ihr vielleicht... Bei euch weiß ich das nicht. Das werde ich dann sehen, wenn ich das Video render und bearbeite. Wo ist Duke? Duke? Hallo? Wo bist du? Duke! Wo bist du? Jung! Er hat sich weggebackt. Wo ist der Junge hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Ist er schon hingegangen? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, hier ist auf jeden Fall ein Kraut, das nehmen wir einmal mit. Hört sich übrigens sehr geil an, wenn wir hier durch den... Boah, da ist er. Da ist ein Rottwurm. Zu dem will ich aber noch nicht. Duke ist hier auf jeden Fall nicht. Wo ist er denn hin? Ach, da ist er. Er kommt gerade. Super.
Los, lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Los, lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Zieh deine Waffe und auf geht's. Bleib dicht hinter mir. Alles klar, Chef.